Hallöchen und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe es wieder geschafft, ein Schüchen zum Teil nachzuhegeln, zum anderen ein bisschen neu zu kreieren. Ich hatte jetzt nämlich schon mehrfach Anfragen wegen einer Anleitung für etwas größere Schuhe. Der Schuh hat jetzt eine Sohnenlänge von 11 bis 11,5 cm. Die Anleitung für die Sohle ist eigentlich für 12 cm. Ich habe dann festgestellt, wo ich dann fertig war mit der Sohle, es ist doch etwas kürzer, also sind es ungefähr 11,5 cm. Er ist relativ einfach zu arbeiten. Die Sohle ist ein bisschen zeitaufwendiger, aber ansonsten, würde ich sagen, ich finde ihn total schön gelungen und wer dann ein bisschen Zeit und Lust hat, der kann ihn natürlich dann auch nachhegeln. Dann würde ich sagen, wir starten. Wir brauchen natürlich als allererstes unsere Wolle. Ich habe jetzt von Scharamaya Catania die Originalwolle wieder verwendet. Das ist eine Banderole von der früheren Ausgabe, die sieht mittlerweile ja komplett anders da aus. Das ist lila, ist die 282, das nennt sich Blocks. Na, ihr könnt natürlich auch jede andere Farbe verwenden. Dann ein Weiß natürlich. Und ich habe jetzt für diesen Zierstreifen hier noch ein ganz normales Schwarz verwendet. Wie gesagt, der Farbkombination ist euch freien Lauf gelassen. Ich habe es jetzt einfach hier in diesem schönen Lila gemacht. Dann brauchen wir natürlich eine Häkelnadel. Ich verwende eine 1,75. Die Wolle von Schachemeier ist eigentlich ausgelegt für die Nadelstärke 2,5 bis 3,5 mm. Es ist eine 100% Baumwolle. Dann brauchen wir natürlich eine Schere, eine Stopfnadel. Wer hat zwei Maschenmarker? Ansonsten nehmt ihr einfach ein Stück Wolle. Dann habe ich jetzt einfach hier für diese Schnürsenkel Ösen verwendet. Ich habe noch welche gefunden. Ja, die haben einen Außendurchmesser von 8 Millimetern und innen sind es 4. Die sind jetzt welche hinten, die sind hier angerissen, dass man die schön umschlagen kann. Ich habe die damals aus von den Philippinen bestellt. Genau, über einen Etsy-Shop. Die sind auch mittlerweile so teuer geworden. Gesagt, das ist der Rest noch, den ich habe. Wer welche hat, der kann sie natürlich auch in Silber nehmen. Da gibt es sie mittlerweile günstiger, auch mit Ringen zu kaufen. Ansonsten, wir arbeiten hier solche Aussparungen. Ihr könnt theoretisch die Ösen auch weglassen. Ne? Wer sie hat, schön. Ansonsten lasst ihr sie weg. Dann bräuchtet ihr noch einen Textilkleber. Ich habe jetzt den wieder von AGT verwendet. Der ist auf Latexbasis. Dann brauchen wir, wäre natürlich schön, wenn ihr solche Kunststoffschüchen hättet. Die sind jetzt für 11 cm. Wie gesagt, die Sohle hat eine Gesamtlänge von 11,5 cm. Die Anleitung ist eigentlich für 12 cm, aber da ist so ein bisschen geschrumpft. Deswegen nehme ich einfach diese Kunststoffschuhsohlen mit 11 cm. Ja, dann für die Ösen natürlich, wer sie natürlich hat, eine Loch- und Ösenzange wäre schön. Und wer natürlich möchte, kann meine Spezialsprühmischung verwenden. Rechts oben hinterlasse ich euch die Anleitung dafür, dass sich einfach dieses Gewebebild zusammenzieht. Ihr seht, ich habe hier sonst nichts drin. Ne? Der Schuh ist einfach formstabil, ist aber trotzdem sehr weich. Ich habe jetzt auch schon eine Anfrage gehabt, ob man auch Sprühstärke verwenden kann. Ich
habe es noch nicht ausprobiert. Ich denke aber, dass das einfach zu einer steige Schicht macht. Und das verdunstet komplett, ne? Also, und hinterlässt eigentlich nichts Wasser aus. Je nachdem, welcher Weichspüler genommen wird, einen angenehmen Duft. Der verfliegt mit der Zeit aber auch. Ja, und der Schuh ist einfach formstabil und sieht gut aus. So, dann würde ich sagen, wir starten. Ich habe jetzt schon mal vorbereitet, ich habe jetzt zwei Sohlen gearbeitet, weil wir machen hier keine Einlagen wie sonst, sondern die Sohle ist doppelt. Ich habe einmal das in der Farbe Blocks, also in dem Lila, gearbeitet. Und dann habe ich noch eine in Weiß, die ist hier für innen, ja, unten ist das Lila und innen ist das Weiß. Wie gesagt, das ist die Anleitung für die 12 cm, wenn man hier nämlich mal nachmisst, sind das wirklich 12 cm, ne? Also rechts oben. Klickt ihr bitte auf den Button und dann könnt ihr euch die Anleitung für diese 12 cm Sohle anschauen. Dann arbeitet ihr die in Ruhe. Und wenn ihr dann beide fertig habt, dann könnt ihr wieder mit einsteigen. Also, ich habe jetzt hier bei dem runden Ende noch das offen gelassen, weil ich euch kurz zeigen möchte, wie ich diesmal hier die Runde ändere. Wir schneiden. Also werdet ihr dann sehen, hinten sind nochmal 5 Zunahmen und ein einzelnes Stäbchen. Und am Anfang haben wir ja diese Luftmaschenreihe gearbeitet. Dieses letzte Stäbchen arbeiten, Faden abschneiden. Den ziehen wir uns jetzt hier lang. So, jetzt nehmen wir uns unsere Stopfnadel. Und wir sehen hier diese 3 Luftmaschen und hier unsere erste Zunahme. Wir stechen jetzt von hinten unter diese Masche hier ein, ziehen uns den Faden hier durch. Und hier oben sieht man schön, wo bei der letzten Masche dieser Faden rauskommt. Da stechen wir jetzt von oben wieder ein und hier hinten ist so mal wie so eine kleine Schlinge. Stechen wir uns den Faden durch. Und ziehen das Ganze einmal fest. Hier sind diese 3 Luftmaschen und diese Luftmaschenräder, das ziehen wir nochmal hoch. Und dann haben wir hier eine Masche gearbeitet. Weil wir werden dann später hier diese 2 Schlaufen brauchen wir zum Zusammenarbeiten. Und dass das hier ein schöner Rundenabschluss ist, arbeiten wir das Ganze so. Faden vernähen wir und dann geht es gleich weiter. Ich habe jetzt die 2 Sohlen soweit fertig. Ich habe jetzt die lilane mit der schönen Seite jetzt nach unten. Genau das gleiche Gegenstück mit der weißen, also die etwas schönere Seite, liegt dann auf der lilanen, weil wir werden jetzt miteinander verbinden. Um einfach nicht durcheinander zu kommen, habe ich jetzt, hier oben kann man das so schön sehen, hier sind ja oben diese 10 Zunahmen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Hier oben den Maschenmarker angebracht und bei der weißen genau das gleiche. Und hier hinten auch nochmal in der gegenüberliegenden Seite einfach die gleichen Maschen markiert. Jetzt mache ich es wie folgt. Ich klappe das hier einfach so auf. Guck, dass ihr die alles so gleichmäßig zusammenlegt. Und dann fixieren wir die einfach übereinander. Ich mache das jetzt nicht bis zum Rand, erstmal hier die Mitte. Wirklich dünn, wie ihr seht, da ist nämlich weiß. Ja, da wird zwar ein bisschen klar, aber das ist einfach nicht durchdrückt. Und dann gucken wir, dass wir hier die Maschen wirklich parallel übereinander haben. So, die eine Seite und die andere Seite. Genau das gleiche. Wie gesagt, ihr könnt es ja noch ein bisschen zurechtziehen und drücken.
Und dann haben wir die zwei Sohlen miteinander verbunden. Und das Schöne bei der, bei dem Latexkleber ist, dass der super, super schnell härtet. Na, dass wir dann ohne zu warten einfach weiterarbeiten können. Und der ist trotzdem wunderbar stabil. So, wir beginnen mit dem weißen Garn. Ach, was ich euch noch sagen wollte, Schnürsenkel waren natürlich nicht schlecht. Ich wusste, irgendwas hatte ich vergessen. Ich habe jetzt die wieder selber gemacht, ne, aus dem Baumwollgarn. Das kann ihr bei mir auf dem Kanal nachschauen. Ansonsten häkelt ihr sie selber. Die hat eine Gesamtlänge von 70 cm. So, wo ihr am Anfang beginnt, ist eigentlich völlig egal, weil wir die Runde dann einfach so schließen, dass es keiner sieht. Also, die weiße Seite zeigt zu euch, die lilane weg. Wir nehmen uns unsere Häkelnadel und stechen jetzt, wie gesagt, egal wo, ne, einfach irgendwo ein. Die Maschenmarker lasse ich mir jetzt erstmal drin. Und wir nehmen uns von dem weißen hier diese obere Schlaufe. Und bei dem lilanen auch. Einfach hier diese obere Schlaufe. Ne? Holen uns unseren weißen Faden und ziehen ihn hier einfach mal durch. So, jetzt gehen wir zur nächsten Masche. Hier in diese obere Schlaufe und durch die bei der lilanen in der nächsten Masche wieder die obere Schlaufe. Ziehen uns hier den Faden und arbeiten hier Kettmaschen. Ja? Und ihr werdet hier sehen, hier ist so ein, ihr guckt dann der weiße Faden da draus. Also, wir arbeiten wirklich ganz locker durch jede Masche. Sollten insgesamt 82 Stück sein. Hier nur immer in der oberen Schlaufe. Ganz locker Kettmaschen, nicht zu straff. Einfach mit Weiß. Hier ganz locker Kettmaschen. Das macht das wirklich nicht so straff, schön locker, aber gleichmäßig, weil die Kettmaschen brauchen wir dann später zum Behäkeln und wenn ihr die zu straff macht, dann wird das echt schwer. Also ich werde jetzt meine ganze Runde Kettmaschen arbeiten. Ja? Wie gesagt, deswegen haben wir hier die Runde hier hinten nämlich so geschlossen und nicht mit diesem kleinen Knoten, wie ich es sonst immer mache, dass wir wirklich beide Schlaufen hier haben. Ja, also wirklich, wir arbeiten jetzt 82 dieser Kettmaschen. Ich mache das jetzt fast bis zum runden Ende und dann zeige ich euch, wie wir die Runde schließen. So, jetzt sind wir hier fast am runden Ende angekommen. Der einzelne Faden, den werden wir jetzt hier einfach hier nach außen wieder rausziehen. Na, komm her. So. Den werde ich jetzt einfach hier so ein bisschen durch die nächsten Maschen, also hier einfach so ein bisschen nach innen hochziehen. Den werden wir dann mit vernähen. So, jetzt haben wir hier ja, Entschuldigung, so die Kettmaschen angefangen. Das heißt, wir haben ja noch 1, 2, 3, eigentlich sind es noch 4. Zack. Und hier die eine noch. Die Kettmasche. Und jetzt fehlt mir aber hier noch die eine Kettmasche. Das heißt, hier ist die erste Kettmasche, die wir gearbeitet haben. Hier die letzte. Und hier fehlt mir noch die eine. Aber wir sind hier hinten schon fertig.
Das heißt, wir werden jetzt den Faden etwas länger abschneiden, ziehen uns den nach innen durch. So, jetzt werden wir das wie folgt machen, wie bei der anderen Seite, dass wir die Kettmasche so häkeln. Das heißt, hier ist die erste Kettmasche, die wir gearbeitet haben. Wir stechen hier unten drunter einfach ein, holen uns den Faden hier nach innen durch. Dann nehmen wir unsere Stopfnadel. Dann arbeiten wir wie folgt. Also, hier haben wir den Faden unten drunter. Jetzt rutscht natürlich wieder raus. Hier ist die Masche, sieht man es schön, wo wir hier reingegangen sind. Der Faden ist natürlich jetzt wieder rausgerutscht. Mache ich gleich wieder. Stechen hier oben in der Mitte ein und gucken, dass wir hier vorne einmal wieder rauskommen. Deswegen ruhig den Endfaden ein bisschen länger abschneiden, ziehen den Faden hier einmal durch. Zum einen schließen wir hier oben dann die Kettmasche und stechen jetzt hier drüben einmal wieder ein und machen wir den Faden einfach neben der Kettmaschenreihe wieder raus. Und dann haben wir hier Trauben einen sauberen Abschluss. Die Kettmasche ist gearbeitet und wir vernähen die zwei Fäden jetzt einmal. Das gleiche machen wir jetzt mit dem Lilan. Das heißt, die lilane Seite zeigt zu uns und wir haben ja hier diese zwei lilanen Schlaufen und einmal diese weiße, die wir ja selber produziert haben. Das heißt, wir stechen jetzt mit der Nadel hier durch beide Schlingen ein, nehmen uns unser Lila, wie gesagt, es ist egal, wo ihr anfangt, ne? Holen uns den Faden hier so durch, lassen den jetzt erstmal so liegen und gehen jetzt wirklich durch diese beiden Schlaufen hier so durch und arbeiten eine Kettmasche. Das ist wirklich so ein bisschen das Zeitaufwendigste immer mit, aber es lohnt sich. Ja, zieht das ruhig immer den Faden ein bisschen locker. Das kann manchmal ein bisschen schwer gehen, dieses in den inneren lilanen Faden so ein bisschen einfügen. Nicht wundern, wenn ihr so ein bisschen das Weiße wieder rausguckt, wenn ihr dann die nächste Masche arbeitet, zieht sich das Ganze zu. Das heißt, wir machen das jetzt auch einmal die ganze Runde und arbeiten hier einmal diese lilanen Kettmaschen. Auch einmal relativ locker, ja, also wirklich immer in diese lilanen Schlaufen und ganz locker hier diese Kettmaschen arbeiten. Ich mache das auch fast bis zum bunten Ende und dann seht ihr nämlich, dass das Ganze sich hier wirklich schließt, dieser weiße Faden hier, der verschwindet dann. Na, wenn ihr hier das wirklich, hier guckt es noch raus, aber umso weiter ihr das dann Ganze häkelt, umso mehr schließt sich das Ganze. Dann haben wir zwei unabhängig voneinander zusammengefügte Sohlen. Und ihr merkt, das ist schon relativ stabil hier, ja, aber nicht zu fest. Das mache ich jetzt erstmal bis zum runden Ende fast und dann geht es gleich weiter. So, hier auf der Seite das gleiche Prinzip. Ich habe jetzt hier noch 1 und noch die Kettmasche. Und dann fehlt mir ja hier die eine noch. Das heißt, wir schneiden den Faden ruhig etwas länger ab, ziehen ihn hier durch. Und dann haben wir hier, ihr seht, hier ist diese eine Kettmasche und hier ist die Anfangskettmasche. So, und wir gehen mit der Häkelnadel wieder durch beide Schlingen durch, ziehen uns den Faden einmal hier nach innen durch. So,
Und dann seht ihr hier, die äußere Schlaufe haben wir schon. Und dann nehmen wir uns unsere Kettmasche, unsere Stupfnadel. Und stechen jetzt hier einmal wieder ein. So. Ich hier einmal durch das Lilane, einmal unten wieder raus. Ziehen wir den Faden nochmal fest und ihr seht, hier haben wir dann eine Kettmasche gearbeitet und die Runde genau geschlossen und stechen hier drüben auf der anderen Seite einfach wieder so von innen. Hier einmal durch diese beiden Stimmen durch und hier genauso nach innen. So, den Faden genauso, den könnt ihr dann einfach hier durch diese nächste Masche einfach nach innen durchziehen und das Ganze einmal vernähen und dann haben wir die zwei Sohlen schon einmal miteinander verbunden. So, jetzt gehen wir hier unten an diesen unteren weißen Teil. Das heißt, wir brauchen unser weißes Garn und wir werden jetzt von hinten die Mitte. Das heißt, hier sehen wir ja diese Luftmaschenreihe und hier diese erste Zunahme. Und wir gehen jetzt hier so nach oben und die erste Masche sollte genau über diese Zunahme sein. Und hier oben haben wir ja diese Kettmaschenreihe gearbeitet, hier. Und die brauchen wir jetzt. Wenn ihr relativ locker gearbeitet habt, dann lässt sich das gut bearbeiten. Das Weiß auf Weiß sieht man manchmal ein bisschen schlecht, ne? Aber ihr seht hier, wir sind ja genau über diese erste Zunahme. Wenn ihr ein bisschen weiter drüben seid, ist es nicht ganz so schlimm. Wir nehmen uns unseren Faden jetzt neu auf. Und gehen hier einmal durch diese Schlaufe und arbeiten eine Luftmasche. Jetzt stechen wir aber gleich wieder dort ein, durch die gleichen zwei Schlaufen. Und arbeiten eine feste Masche. Das ist unsere erste feste Masche, den Faden ziehen wir fest. Und jetzt arbeiten wir nur durch diese beiden Kettmaschenschlingen, die hier oben sind, ne, arbeiten wir feste Maschen. Den Faden verhäkeln wir uns gleich mit. Und umso etwas lockerer ihr gearbeitet habt, umso einfacher ist es. Also, das heißt, wir arbeiten jetzt eine ganze Runde, insgesamt 82 feste Maschen. Immer in diese Kettmaschen, die hier oben gearbeitet wurden. Ihr könnt den Schuh auch noch ein bisschen so hier hochdrehen, dann seht ihr das manchmal ein bisschen besser. Und einfach hier so unten durch, zack, wenn es nicht aufgeht. Und wir arbeiten einmal 82 feste Maschen. So, ich habe jetzt 81 feste Maschen gearbeitet. Jetzt habe ich hier noch einen. Und wir schließen jetzt die Runde hier in die erste feste Masche. Also hier haben wir ja so eine ganz kleine Luftmasche. Die lassen wir außen vor und wir nehmen die erste feste Masche. Holen uns den Faden und arbeiten eine Kettmasche. So, jetzt gehen wir in die zweite Runde. Wir arbeiten eine Steigeluftmasche. Jetzt stechen wir gleich wieder hier in diese erste Masche ein. Also nicht in die nächste, sondern in die Masche, wo wir die Runde geschlossen haben. Wer sich da immer unsicher ist,
Da kann sich dann ein Maschenmarker machen, dass hier einfach nicht weiter rutscht. Ne? Also hier in die erste Masche, wo wir die Runde geschlossen haben, gleich wieder einstechen und arbeiten eine feste Masche. Die Steigeluftmasche ist auch dafür da, dass wir hier diesen runden Anfang eigentlich auch sehen. Die wird nur nicht behäkelt. So, und jetzt geht's weiter. Wir arbeiten wieder mit festen Maschen. So, und hier sehen wir zum Beispiel wieder schön. Hier ist diese Steigeluftmasche und hier ist diese erste feste Masche. Da könnt ihr euch ruhig einen Maschenmarker reinmachen, dass ihr wisst, hier endet die Runde. Mit einer Kettmasche arbeiten hier eine Luftmasche und stechen gleich wieder in die ein und arbeiten eine feste Masche, dass wir immer hier auf dieser gleichen Höhe sind. So, jetzt wird es einfacher. Wir arbeiten jetzt ausschließlich wieder feste Maschen. Das ist unsere zweite Runde. Also 82 feste Maschen. Ganze Runde rum und dann zeige ich euch noch mal, wie man die Runde schließt und dann geht es weiter. So, wieder 81 Maschen gearbeitet, die letzte, die 82. arbeite ich hier und wie schon gesagt, hier ist unsere erste feste Masche. In der schließen wir die Runde mit einer Kettmasche. So, dann arbeiten wir wieder eine Luftmasche und hier seht, dort ist diese Masche, wo wir die Runde geschlossen haben. In die stechen wir gleich wieder ein. Das geht manchmal etwas schwer. Und arbeiten eine feste Masche. Und das Ganze wäre jetzt die dritte Runde, dadurch wir einen etwas größeren Schuh arbeiten, arbeiten wir insgesamt 5 Reihen A 82 Maschen. 2 haben wir jetzt schon gearbeitet, das heißt, wir arbeiten noch 3 weitere Runden. Die werde ich jetzt einmal arbeiten und dann geht es gleich weiter. Ich habe meine 5 Runden jetzt gearbeitet, jetzt habe ich die letzte Masche gehäkelt. Und wir schließen die Runde mit einer Kettmasche in der ersten feste Masche. Wir schneiden den Faden ab, ziehen ihn einmal durch. Jetzt arbeiten wir wie folgt. Wir haben ja hier den Faden. Hier ist die erste Masche. Da sieht man so schön, wie der Faden hier rauskommt. Wir ziehen uns den Faden von innen nach außen durch. Und durch die nächste Masche von außen nach innen. So, hier ist wie so ein kleiner Knoten und hier ist unsere erste feste Masche. Und von der ab, von hier, zählen wir jetzt 41 Maschen nach vorne. Dass wir hier vorne den runden Anfang haben, wir können ihn auch hier, sieht man das ganz schön. Hier sind ja vorne immer jeweils 10 Zunahmen und hier in der Mitte kann man das so schön ein bisschen nach oben zählen und dann ist hier die rechte Mitte und hier die linke. Ja? Und wir zählen, entweder er zählt jetzt von hinten weg 41 Maschen nach vorne oder ihr guckt, dass er hier vorne die Mitte ungefähr hinbekommt und dann wird von der vorderen Mitte, also von den 41 Maschen von rechts, ist hier der erste, ne, also das ist die 41. Masche, von hier weg 16 Maschen nach rechts gezählt und sozusagen dann die 42. Masche, also das ist ja die 41. Masche von der anderen Seite, werden von dort auch nochmal 16 Maschen gezählt, dass wir insgesamt 32 Maschen haben, dann macht ihr euch am besten einen Maschenmarker hin. Dann arbeiten wir einmal die Schuhspitze. Wir werden jetzt
hier rechts beginnen, holen uns unseren Maschenmarker einmal raus und wir arbeiten in der Runde ausschließlich in der inneren Schlaufe dieser festen Masche. Wir nehmen uns unser Weiß, arbeiten zwei Luftmaschen, 1 und 2. Jetzt werden wir in die nächsten 3 Maschen jeweils ein Stäbchen arbeiten. Wir holen uns den Umschlag und arbeiten wirklich nur in diese innere Schlaufe. Den Anfangsfaden verhäkeln wir gleich mit. 1, 2 und 3 Stäbchen. Wir werden jetzt über die Schuhspitze 12 Abnahmen arbeiten. Das heißt, wir arbeiten in Stäbchen weiter. Wir holen uns den Umschlag, gehen durch die nächste Masche, holen uns den Faden. Dann haben wir hier 3 Schlingen auf der Nadel. Maschen jetzt 2 Schlingen ab, dann haben wir noch 2 auf der Nadel. Holen uns wieder den Umschlag, gehen durch die nächste Masche, holen uns den Faden, dann haben wir 4 auf der Nadel. Schlingen, wir maschen 2 Schlingen ab, dann haben wir noch 3 und wir schlingen alle 3 ab. Das ist unsere erste Abnahme. Das Ganze machen wir jetzt noch 11 Mal, also Umschlag holen, durch die Masche, Faden holen. 2 Schlingen abmaschen, Faden holen, durch die Masche, Faden holen, 2 Schlingen abmaschen, dann haben wir noch 3 und dann alle 3. Das ist unsere zweite und das Ganze machen wir noch 10 Mal. So, jetzt habe ich ein 1, 2, 3, 4. Das Ganze mache ich jetzt noch 8 Mal. Die arbeite ich jetzt schon mal und dann komme ich gleich wieder. Macht zwischendrin immer Pause, arbeitet eure Abnahmen, eure Maschen. Ihr könnt ja dann immer wieder einsteigen, ne? Ich erzähle ja auch, wie viel ihr machen müsst. Und dann geht es gleich weiter. Ich habe jetzt hier über die vordere Reihe diese 12 Abnahmen gearbeitet. Jetzt solltet ihr vor dem Maschenmarker noch 3 Maschen übrig haben und den Maschenmarker. In die nächsten 3 Maschen arbeiten wir jeweils wieder ein Stäbchen. 1, 2 und 3. Den können wir jetzt rausmachen. Und in die nächste Masche arbeiten wir ein halbes Stäbchen. So, wir arbeiten eine Wendeluftmasche, drehen die ganze Arbeit. Wir werden jetzt insgesamt 19 feste Maschen zurückhäkeln. Wir stechen jetzt gleich in diese erste Masche hier drüben ein und arbeiten hier eine feste Masche und dann, ich sag, 19 feste Maschen zurück. So, 17 habe ich jetzt gearbeitet, 18 und die 19, da arbeiten wir in dieses Stäbchen, heißt diese 2 Luftmaschen, am Anfang werden gar nicht mitgearbeitet und 19. Dann haben wir ja trotzdem einen geraden Übergang. Ne? Also wie gesagt, diese Luftmaschen lassen wir einfach außen vor. So, jetzt drehen wir. Wir arbeiten jetzt 2 Luftmaschen, 1 und 2 und drehen die Arbeit. Jetzt werden wir in diese erste Masche ein Stäbchen arbeiten. Heißt, wir holen uns den Umschlag und gleich wieder hier vorne ein Stäbchen arbeiten. Jetzt werden wir über den vorderen Teil insgesamt 8 Abnahmen wieder arbeiten, also wieder mit Stäbchen. Umschlag holen, durch die nächste Masche, 2 Abmaschen, Umschlag, 2 Abmaschen und das war unsere erste Abnahme. Jetzt arbeite ich noch
7 weitere. Also wie gesagt, 8 Abnahmen arbeiten. Ich habe meine 8 Abnahmen gearbeitet. Jetzt solltet ihr noch 2 Maschen übrig haben. In die nächste arbeiten wir ein Stäbchen und in die letzte Masche ein halbes Stäbchen. Eine Wendeluftmasche und wir drehen die Arbeit. Jetzt arbeiten wir insgesamt 11 feste Maschen zurück. Wir beginnen gleich mit der ersten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und die 11. kommt in das erste Stäbchen. Die Luftmaschenreihe lassen wir wieder außen vor, dass wir ja trotzdem einen geraden Übergang haben. So, wir drehen die Arbeit einmal. Jetzt werden wir die nächsten 3 Maschen einmal abnehmen. Das heißt, wir arbeiten halbe Stäbchen. Wir holen uns den Umschlag. Gehen durch die erste Masche, das ist ein bisschen eng am Anfang, holen uns den Umschlag. Gehen durch die zweite Masche, holen uns den Umschlag. Gehen durch die dritte Masche, holen uns den Umschlag. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Schlingen auf der Nadel und maschen einmal alles ab. Dann arbeiten wir 5 halbe Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Jetzt solltet ihr hier noch 3 Maschen übrig haben. Die nehmen wir auch wieder ab. Heißt Umschlag holen, durch die Masche Umschlag holen. Durch die nächste Masche Umschlag holen. Durch die letzte Masche den Umschlag holen, also den Faden holen und dann einmal alles abmaschen. So, jetzt arbeiten wir hier einfach bloß noch eine Luftmasche, schneiden den Faden einmal ab, ruhig ein bisschen länger. Und dann haben wir den vorderen Schuhteil schon einmal fertig. So, als nächstes gehen wir jetzt an die Zunge. Das heißt, wir arbeiten über den vorderen Teil hier einmal insgesamt 18 Maschen. Die müsst ihr mal so ein bisschen verteilen. Ich fange hier oben immer an bei den 2 Luftmaschen. In die oberste. Ich muss dann auch immer mal zählen. Eine Luftmasche und gleich nochmal in die Masche einstechen und eine feste Masche arbeiten. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Über die oberen und den Faden verarbeiten wir jetzt gleich mit. Hier machen wir das noch kleiner. 12,
14. 14. Muss ich mal kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Seht ihr, und hier bin ich dann schon wieder falsch. Also müssen wir hier auf der Reihe nochmal eine mehr mitnehmen. Also verteilt sie ruhig noch ein bisschen. So, 1, 2, 3, 4. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, 15, 16, 17 und 18. Also wie gesagt, ungefähr verteilt sie ein bisschen, dass das 18 Maschen sind. Dann arbeiten wir eine Wendeluftmasche und wir arbeiten die 18 feste Maschen zurück. 1, 15, 16, 17 und in die letzte Masche, die 18. Masche. So, jetzt werden wir ich wende das jetzt einmal, steche jetzt hier in die erste Masche ein, arbeite hier eine feste Masche und zwei Luftmaschen. Das ist der Ersatz für unser erstes Stäbchen. Und wir arbeiten jetzt in die gleiche Masche noch ein weiteres Stäbchen. Das heißt, wir haben jetzt eine Zunahme gearbeitet. Jetzt werden wir die nächsten 16 Maschen, Stäbchen arbeiten. Also bis zur vorletzten Masche. So, 16 Maschen gearbeitet, jetzt haben wir hier noch eine übrig, in die arbeiten wir zwei Stäbchen, heißt eine Zunahme, ein Stäbchen und in die gleiche Masche noch ein weiteres Stäbchen. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 20 Maschen gearbeitet, arbeiten eine Wendeluftmasche, drehen das Ganze und arbeiten jetzt 20 feste Maschen zurück. Ich habe jetzt 18 Maschen gearbeitet, die 19. mache ich jetzt in das letzte Stäbchen und die 20. Masche werden wir in die dritte Luftmasche, beziehungsweise wir haben ja noch zwei Luftmaschen gearbeitet, also in die zweite Luftmasche arbeiten. Jetzt wenden wir das Ganze wieder. Jetzt arbeiten wir wieder in die erste Masche, stechen wir gleich an, arbeiten hier eine feste Masche und zwei Luftmaschen. Jetzt werden wir in die nächste Masche, in die zweite Masche, eine Zunahme arbeiten. Das heißt, in die nächste arbeiten wir eins und noch ein Stäbchen. Jetzt werden wir wieder 16 Stäbchen arbeiten, dass wir noch zwei Maschen übrig haben.
Jetzt habe ich hier noch zwei Maschen übrig. In die nächste Masche arbeiten wir wieder eine Zunahme. Das heißt ein Stäbchen und noch ein Stäbchen. Und in die letzte Masche arbeiten wir ein Stäbchen. Dann haben wir jetzt insgesamt 22 Maschen gearbeitet. Wir arbeiten eine Wendeluftmasche und drehen das Ganze. Jetzt geht es mit festen Maschen zurück, also 22 feste Maschen bis zur anderen Seite. So, die 22. Masche arbeiten wir wieder in die zweite Luftmasche. Wir wenden die Arbeit jetzt ohne Steigeluftmasche, ne? Und arbeiten jetzt wieder gleich in die erste Masche, eine feste Masche und zwei Luftmaschen. Das ist der Ersatz immer für unser erstes Stäbchen, sonst haben wir immer so große Lücken zwischendrin. So, jetzt arbeiten wir weiter ohne Zunahmen, ohne Abnahmen. Das heißt, wir haben jetzt zwei Runden die Stäbchen gearbeitet. Das heißt, wir werden noch drei weitere Runden arbeiten mit Stäbchen, also heißt, das ist jetzt die dritte. Feste Maschen zurück, die vierte Stäbchen, feste Maschen zurück und die fünfte Stäbchen und feste Maschen zurück. Dann solltet ihr insgesamt 12 Runden gearbeitet haben. Hier sind ja die ersten zwei festen Maschen. 3, 4, 5, 6. Und wie gesagt, nochmal 6 weitere Runden. Dass ihr insgesamt, wie gesagt, 5-mal diese Stäbchen gearbeitet haben und feste Maschen zurück. Das mache ich jetzt schon mal und dann geht es gleich weiter. So, ich habe meine Runden gearbeitet. Also ihr seht hier 1, 2, 3, 4, 5 Runden Stäbchen. Wenn wir nochmal durchziehen, sind es 1, 2 rein feste Maschen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und die 12. Reihe sind die feste Maschen. Dann solltet ihr jetzt auf der rechten Seite von vorne wieder angekommen sein. Und wir arbeiten die letzte Runde. So, ihr seid noch nicht dran. Wir arbeiten jetzt mal keine Wendeluftmasche wieder. Und wir arbeiten insgesamt 5 feste Maschen, also in die erste Masche gleich einstechen. Eins, wenn sie möchte. 1, 2, 3, 4 und 5. Jetzt arbeiten wir 12 halbe Stäbchen. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Jetzt solltet ihr noch 5 Maschen übrig haben. In die arbeiten wir feste Maschen. Also 5 feste Maschen. 1, 2, 3, 4 und 5. Arbeiten hier einfach eine Luftmasche, schneiden den Faden ab. Dann haben wir die Zunge schon einmal fertig. Der Faden wird einmal vernäht und dann geht es weiter. So. Bevor es jetzt an den hauptsächlichen Schuh geht, werden wir einfach hier vorne die Verstärkung noch arbeiten und diesen einen Zierstreifen streifen, weil jetzt kommen wir noch relativ gut ran. Ja, das ist einfach ein bisschen einfacher. Ich habe jetzt hier schon einen Maschenmarker eingebracht. Das heißt, wir werden von hier unten, von der Mitte, man kann es ja immer so schön erkennen, ich ziehe den Schuh jetzt einfach mal so ein bisschen lang, 1, 2, 3, 4, 5 Zunahmen.
Das hier ist unsere Mitte. Ja, das ist die Mitte vom Schuh. Und wir gehen hier nach oben und ihr seht hier oben so kleine lilane Maschen. Ne? Die hier. Die gehen ein bisschen schwer zu behegeln, aber es funktioniert. Also die hier oben drauf. Na, ihr dreht den Schuh. Unten sind ja diese Kettmaschen, die wir gearbeitet haben. Dann haben wir hier noch eine Masche und hier oben diese kleinen. Und die werden wir behegeln. Das ist sozusagen meine rechte Mitte. Ja, das ist direkt über dieser einen Zunahme hier. Und von dort ab, das ist die erste, zählen wir insgesamt 15 Maschen nach rechts. Ja, wir werden diese Zunahme erstmal über 30 Maschen arbeiten und dann werden wir das Ganze noch einmal umhäkeln. Also, das ist sozusagen unsere erste und wir beginnen hier auf der rechten Seite von vorne. Wie gesagt, das ist so ein bisschen, das heißt tricky, aber es ist, ne, ein bisschen schwierig, da in den Maschen reinzukommen. Aber es ist nur bei den ersten 30 und dann geht's. Also, wir nehmen uns den Faden hier auf, arbeiten hier eine kleine Luftmasche und gehen nochmal durch die Masche rein und arbeiten eine feste Masche. Faden einmal festziehen. Das ist unsere erste. Ihr müsst jetzt so ein bisschen von oben reinstechen und dann klappt das. Zwei. Drei. Vier. Wie gesagt, ihr werdet jetzt 30 feste Maschen arbeiten. Wie gesagt, immer nur in diese obere Schlaufe hier. Wie gesagt, einfach ruhig ein bisschen einstechen und dann kommt ihr hier drunter. Na, das geht, wie gesagt, das ist jetzt die erste Reihe, ist kurz ein bisschen schwieriger, aber es geht. Also 30 feste Maschen bis zur anderen Seite. So, geschafft. Über den vorderen Teil ging es gut, hier drüben war es dann auch wieder ein bisschen holprig, aber es geht. So, 30 feste Maschen. Wir arbeiten eine Wendeluftmasche und drehen die Arbeit. Und wir werden jetzt wieder 30 Maschen zurückarbeiten. Das geht jetzt wieder besser. Ja. Wer sich fragt, warum ich immer die Wendeluftmaschen teilweise mit arbeite und bei manchen nicht, gerade bei sowas, wir werden das Ganze einmal umhäkeln. Und wenn wir hier keine Wendeluftmaschen rein arbeiten, wird es echt schwierig, in diese Reihe dann wieder reinzuarbeiten. Ne? Deswegen hier einfach diese Wendeluftmaschen. Vor allem, ich finde, wenn man dann mehrere Reihen übereinander häkelt, ist es einfach einfacher. Ja, dann sind die Anfangsmaschen nicht immer so straff. Also, wir arbeiten 30 Maschen bis zur anderen Seite wieder. So, bin am runden Ende angekommen. Jetzt arbeite ich wieder eine Wendeluftmasche. Also zwei Reihen haben wir jetzt schon gearbeitet. Ich schlage das jetzt einfach mal so rum. Jetzt werden wir noch zwei weitere arbeiten. Also einmal eine dritte und eine vierte zurück. So, ich habe jetzt meine vier Runden gearbeitet. Ich lese nochmal rum. Also 1, 2, 3 und 4. Dann solltet ihr wieder hier auf der Seite angekommen sein. So, jetzt machen wir das wie folgt. Wir ziehen diesen Anfangsfaden hier etwas länger und machen hier einen kleinen Knoten. Ja, bei den Faden brauchen wir jetzt. Und dass wir ihn nicht erst abschneiden müssen und wieder neu vernähen müssen, verknoten wir ihn einfach. So, jetzt drehen wir uns den Schuh wieder so rum und gehen hier in diese nächste Masche wieder rein. Hier. Lassen den Faden hier ein kleines bisschen länger, dass er auf der Höhe ungefähr ist hier. Ne? Machen hier einfach eine kleine Schlaufe und jetzt arbeiten wir 1, 2, 3 feste Maschen nach oben. 1, 2 und 3. Das hatte ich gesagt mit diesen Luftmaschen, sonst kommen wir hier wirklich kaum in diese Maschen rein. Und hier oben
ist ja unsere letzte Reihe, unsere letzte Masche. In die Ecke arbeiten wir uns jetzt zwei feste Maschen. Jetzt arbeiten wir das Ganze einmal wieder zurück. Bis zur anderen Seite. Jetzt habe ich hier oben die eine Ecke noch übrig. In die letzte Masche arbeiten wir wieder zwei feste Maschen. Eins und zwei. Und jetzt gehen wir wieder mit festen Maschen nach unten. Sollten insgesamt wieder drei Stück sein. Ich knuddel mal hier den Schuh ein bisschen. Eins, zwei und die dritte kommt hier unten immer, ne, in die eine, um die eine feste Masche. Und wir schließen die Runde hier in die nächste Masche. Mit einer Kettmasche. Zack. Schneiden uns den Faden auch etwas länger ab. Ziehen ihn hier durch. Und dann können wir den Faden mit einer Stopfnadel einfach durch diese Schlinge hier nach innen durchziehen. Zack. Und das Ganze wird einmal vernäht. So, das Ganze müsst ihr dann wirklich schön ein bisschen ausformen, hier so richtig hoch drücken. Ne? Und dann haben wir diese vordere Schuhverstärkung schon einmal fertig. Jetzt gehen wir an unseren Zierstreifen. Wir schnappen uns unsere farbige Wolle. Und wir gehen hier auf der Seite ungefähr, also so 1, 2, 3, so wie ihr denkt, ne, also so, dass das hier unten drunter verschwindet. So drei Maschen oder vier Maschen. 1, 2, 3, 4. Genau, hier einfach so von oben runter. Ne, also so. Und dann arbeiten wir zwischen der zweiten und dritten Reihe. Also heißt, hier ist die erste feste Masche, die zweite und da oben drüber ist die dritte. Also, das ist die erste, zweite und dritte. Also hier dazwischen. Ne? Da arbeiten wir jetzt diese Zierstreifen. Das heißt, wir holen uns unsere farbige Wolle. Halten die, also ich halte sie immer hier drinnen fest. Ziehe es einmal hier durch und jetzt arbeiten wir mit Kettmaschen in diese Reihen. Stechen wieder ein, holen uns von innen hier einfach den Faden. Also am Anfang müsst ihr den immer festhalten, so ein bisschen den Anfangsfaden. Und nach der ersten Kettmasche könnt ihr den loslassen. Und dann immer wieder den Faden holen und ihr arbeitet hier diese Kettmaschen in dieser Zierreihe. Macht sie nicht zu fest. Nicht zu locker. Ja, wenn ihr die zu fest macht, zieht sich der Schuh einfach. Und wenn ihr sie zu locker macht, dann sieht es manchmal ein bisschen komisch aus. Also dieses Zwischending immer rauszukriegen, ist ein bisschen Übungssache. Ja, also wir arbeiten hier einfach bis zur anderen Seite. Wieder so ein bisschen für die dritte Masche oder vierte Masche hier. Nach der Schuhverstärkung einfach hier so rein, bis dahin, dass das hier unten drunter einfach schön verschwindet. So, ich habe jetzt einmal hier die Kettmaschenreihe gearbeitet. Der Faden wird abgeschnitten. Wir ziehen uns den nach außen durch. Und da könnt ihr euch eure Stopfnadel gleich wieder nehmen. Und ich mache ihn jetzt einfach durch die Masche, wo wir hier aufgehört haben, einfach wieder nach innen rein. Der andere ist ja schon innen. Ziehen den vorsichtig so ein bisschen fest. Und dann wird das innen alles komplett vernäht, die zwei Fäden hier. So, jetzt gehen wir an den hinteren Teil des Schuhs.
Ich habe jetzt kurz noch mal durchgezählt. Ihr solltet von der Masche hier, also hier haben wir ja die Zunge angebracht, und ab der Masche hier bis zur Mitte sollten es 25 Maschen sein. Und auf der anderen Seite genauso. Wenn das der Fall sein sollte, müssen wir hier hinten in der Mitte eine Abnahme arbeiten. Weil die Maschenanzahl dieser ganzen Reihe sollte ungerade sein, sonst kommen wir mit der nächsten Runde nicht klar. Also zählt noch mal kurz durch. Wenn ihr von der Seite bis zur anderen Seite eine gerade Anzahl haben solltet, also oder von hier bis zur Mitte 25 und von der Mitte bis zur anderen 25, müssen wir hier hinten dann eine Abnahme arbeiten. Ansonsten geht es wie folgt. Also wir haben ja hier die eine Masche. Ja, dann haben wir hier diesen einen äußeren Faden. Also das ist der erste, zweite, dritte, vierte. In die vierte äußere Schlaufe werden wir jetzt diesen Faden neu anbringen. In meinem Fall ist es dieses Lila. Wir werden ausschließlich mit festen Maschen und Luftmaschen arbeiten. Also eine Luftmasche, dass wir hier diesen Faden anbringen, und in die gleiche Masche wieder eine feste Masche. Das ist unsere erste feste Masche. Dann solltet ihr noch in die nächsten drei äußeren Schlaufen, den Anfangsfaden verarbeiten wir gleich mit, also hier in diese äußere Schlaufe, so Faden nehmen wir gleich mit, zweite, die nächste äußere Schlaufe, die dritte feste Masche, und hier ist ja diese, dort wo diese Zunge angebracht ist, nehmen wir hier wieder diese äußere Schlaufe. Sozusagen, das ist unsere vierte. Jetzt werden wir nach hinten nur in die innere Schlaufe arbeiten. Hier in die. Na, also von hier weg sollten es dann bis zur Mitte 25 Maschen sein. Wir arbeiten jetzt erstmal 24. Ich sage, wer eine ungerade Zahl hat, braucht das nicht. Da häkelt einfach bis zur anderen Seite weiter. Und die anderen, die hier insgesamt bis zur anderen Seite 50 Maschen haben, arbeiten erstmal 24. Nur in diese innere Schlaufe hier. Ne? Also feste Maschen, 24 Stück. Zwei habe ich jetzt schon. Drei, vier. Ich arbeite noch 20 und dann komme ich gleich wieder. So, ich habe jetzt meine 24 Maschen gearbeitet. Wie gesagt, ich habe eine runde Maschenanzahl. Dafür werde ich jetzt hier in der inneren Masche mir den Faden holen. Durch die nächste Masche, also ich mache das direkt hinten in der Mitte einfach, die nächste Masche und mache die zwei festen Maschen ab. Und dann gehen wir hier bis zur anderen Seite 24 feste Maschen in die innere Schlaufe weiter. Diesen Faden, den wir am Anfang übrig gelassen haben, den werde ich jetzt gleich mit verarbeiten, also gleich mit hier einhäkeln. Das ist alles, was wir uns mit Vernähen sparen können, versuche ich immer zu machen. So, also wie gesagt, hinten eine Abnahme, wer eine gerade Anzahl hat an Maschen, und dann geht es mit 24 feste Maschen in die innere Schlaufe erstmal bis zur anderen Seite. Jetzt bin ich genau wieder an der Stelle angekommen, wo hier die Zunge angebracht worden ist. Und hier arbeiten wir wieder vier Maschen in diese äußere Schlinge. Also hier in diese äußere Schlinge. Eins. Zwei. Drei. Und vier. So, jetzt beginnen wir mit unserem Muster. Das heißt, wir drehen die Arbeit einmal ohne Wendeluftmasche, bitte. Also dreht den Schuh ruhig, dass der Faden nach außen zeigt, dann kommt ihr besser an die Masche ran. Wir werden jetzt hier in die erste Masche
eine feste Masche arbeiten. Dann werden wir eine Luftmasche arbeiten. Die nächste Masche überspringen wir und arbeiten in die zweite Masche wieder eine feste Masche. Eine Luftmasche. Die nächste Masche überspringen wir. In die zweite Masche eine feste Masche. Luftmasche. Feste Masche in die zweite Masche. Das heißt, für die nächste Masche werden wir hier eine Luftmasche arbeiten, die überspringen im Schuh und dann in der darauffolgenden Masche eine feste Masche machen. Das Ganze machen wir wirklich bis zum runden Ende und dann werdet ihr merken, wenn ihr eine gerade Maschenanzahl habt, ihr habt hier hinten drüben noch eine Masche. Ne? Deswegen eine ungerade Maschenanzahl sollte es sein, dass wir mit dem Muster hinkommen. Also, ich zeige es euch noch einmal. Hier haben wir die feste Masche, eine Luftmasche, die nächste Masche überspringen und in die zweite Masche eine feste Masche. Luftmasche, macht sie nicht ganz so straff, nächste Masche überspringen, in die zweite eine feste Masche. Und das Ganze machen wir bis zum runden Ende. Ich bin hier am runden Ende schon fast angekommen. Ich habe jetzt hier noch eine feste Masche gearbeitet und jetzt habe ich hier noch zwei Maschen übrig. Also eine Luftmasche und in die letzte erste Masche sozusagen eine feste Masche. So, wir werden das Ganze wieder drehen, ohne Wendeluftmasche. Also immer so ein bisschen nach rechts rumdrehen, dass der Faden von euch weg zeigt. Ja, also ohne Wendeluftmasche. Und jetzt werden wir hier vorne in die erste Masche, ne, in die erste Masche, werden wir jetzt eine feste Masche arbeiten und zwei Luftmaschen. Das wird unsere erste Aussparung für den Schnürsenkel. Jetzt haben wir hier diese Luftmasche gearbeitet. Heißt, hier haben wir dann sozusagen unser kleines Loch. Hier ist diese feste Masche und wir werden jetzt in diese zweite Lücke sozusagen hier eine feste Masche einbringen. Das heißt, wir haben ja dann eine etwas größere Öffnung. Da kommt entweder dann die Ösen rein oder wie gesagt, ihr könnt es auch weglassen und ihr macht da einfach bloß die Schnürsenkel. So, und jetzt geht das Muster wieder zurück, ganz normal. Also eine feste Masche haben wir gearbeitet, eine Luftmasche. Und jetzt werden wir diese festen Maschen immer in diese Luftmaschen hier reinarbeiten. Hier ist die feste Masche. Und dort ist diese Luftmaschenreihe. Ja, feste Masche, eine Luftmasche. Hier ist die nächste feste Masche und hier ist wieder diese Luftmasche. Und hier unten einfach dann diese feste Masche einarbeiten. Luftmasche, hier unten zwischen Reihen wieder die feste Masche. Das heißt, wir arbeiten hier gar keine Abnahme, sondern einfach eine. Für die nächste Masche oder für eine Masche arbeiten wir eine Luftmasche. Luftmasche, die feste Masche wieder in diese Luftmasche oder unter diese Luftmaschen rein. Und dann entsteht dieses Muster. Sieht am Anfang kurz ein bisschen komisch aus, aber am Ende ergibt es dieses schöne Muster. Das machen wir bis hier drüben haben wir hier diese Luftmaschenreihe. Hier ist diese feste Masche und hier ist diese Luftmasche. Wir arbeiten jetzt die feste Masche bis hier in diese zweite oder in die vorletzte Luftmaschenreihe. Und dann komme ich gleich wieder. So, ich bin jetzt hier auf der Seite angekommen. Wie gesagt, hier haben wir hier diese feste Masche und hier diese Luftmaschenreihe. Wir werden, wie gesagt, hier eine feste Masche in diese Luftmaschenreihe. Jetzt werden wir wieder zwei Luftmaschen arbeiten. Und arbeiten einfach in diese erste feste Masche, die wir gearbeitet haben. Beide Schlingen. Wenn es denn möchte. Hier haben wir sie. Genau. In diese. So. Ich hoffe, man kann es erkennen. Also hier ist die feste Masche, da ist die Luftmasche und hier in diese erste, letzte feste Masche arbeiten wir eine feste Masche. Dann haben wir hier diese Aussparung für die Schnürsenkel. So, wir drehen das Ganze einfach wieder ohne Steigeluftmasche, also so, dass der Faden zu euch wegzeigt.
Und wir werden jetzt unsere erste feste Masche in diese Öffnung arbeiten. Zack, eine feste Masche. Dann wieder eine Luftmasche und jetzt geht das Ganze wieder zurück. Hier ist diese feste Masche, die wir gearbeitet haben. Und hier, so ich ziehe es mal länger, ist diese Luftmaschenreihe. Und diese Luftmasche arbeiten wir wieder eine feste Masche. Luftmasche und die feste Masche hier, in dort wo diese Luftmasche war, unten drunter. Zack. Und das Ganze im gleichen Muster wieder zurück. Immer die feste Masche dort, wo diese Luftmasche gearbeitet worden ist. So, ich habe ja hier diese Aussparungen für die Schnürsenkel. Und hier einmal die letzte feste Masche. Ich habe jetzt schon eine Luftmasche gearbeitet und wir schließen jetzt hier einfach in diese Öffnung die Runde mit einer festen Masche. Ja. Hätten wir am Anfang zum Beispiel diese Wendeluftmasche gearbeitet, dann hätten die Arbeiter gedreht, hätten wir so einen kleinen Buckel gehabt. Deswegen haben wir das hier nicht gemacht. So, jetzt das gleiche Prinzip wieder. Wir wenden die Arbeit, gehen hier gleich in die erste Masche, einmal ein, arbeiten eine feste Masche, arbeiten zwei Luftmaschen, überspringen diese erste Luftmaschenreihe oder erste Luftmasche, hier ist die feste Masche und arbeiten eine feste Masche hier in diese zweite Luftmasche. Und dann geht das Muster wie hier in der zweiten Runde einfach wieder zurück. Eine Luftmasche, feste Masche unter diese Luftmasche, feste Masche, Luftmasche, feste Masche unter diese Luftmasche, Luftmasche, feste Masche, Luftmasche, feste Masche. Na? Also Luftmasche, feste Masche. Luftmasche, feste Masche. So, das Ganze machen wir einfach wieder bis. Hier ist ja diese Luftmasche, die vorletzte. Oder die letzte sozusagen. Und in der vorletzte arbeiten wir diese letzte feste Masche. So, ich bin jetzt hier an der vorletzten Luftmasche angekommen, arbeiten jetzt zwei Luftmaschen und in die erste, letzte feste Masche arbeiten wir hier eine feste Masche. Dann haben wir diese Aussparung wieder für die Schnürsenkel. So, jetzt drehen wir die Arbeit wieder ohne Wendeluftmasche und arbeiten jetzt in diese Öffnung gleich wieder eine feste Masche. Eine Luftmasche, feste Masche in die nächste Luftmasche, eine Luftmasche, feste Masche, Luftmasche und einmal hier komplett zurück. Dadurch, wir das immer in diese Öffnung reinmachen, nehmen wir hier automatisch, ihr seht es auch schon hier, immer wieder eine Masche ab. Ja, dass es hier so schön schräg nach oben geht. So, ich zeige euch das jetzt noch ein letztes Mal. Ich gehe jetzt noch einmal komplett zurück. Wie gesagt, dann haben wir ja schon zwei Reihen diese für die Schnürsenkel gearbeitet. Und dann geht es gleich weiter. Wie gesagt, ich arbeite es jetzt noch bis zur vorletzten Luftmaschenöffnung, zeige euch nochmal den Abschluss, zeige euch nochmal den Anfang und dann dürft ihr alleine loslegen. So, jetzt bin ich, ich habe meine Luftmasche schon gearbeitet, aber arbeite noch eine feste Masche in diese normale Luftmasche. Arbeite hier eine Luftmasche und in die große Öffnung arbeite ich hier eine feste Masche. So, ich zeige euch das noch einmal. Wie gesagt, einmal wenden,
ne, ohne Steigeluftmasche. Wir arbeiten in die erste Masche eine feste Masche, zwei Luftmaschen. Hier ist ja diese Luftmasche, die überspringen wir. Hier ist diese feste Masche und in die zweite, unter die zweite Luftmasche arbeiten wir hier eine feste Masche. Dann haben wir hier sozusagen die dritte Aussparung für unseren Schnürsenkel. So, eine Luftmasche und wieder eine feste Masche dort bei der nächsten Luftmasche. Zack, wieder unten drunter. Und das Muster gehen wir noch einmal zurück bis zur anderen Seite. Das zeige ich euch gleich nochmal. So, ich habe jetzt hier diese vorletzte Luftmasche schon behäkelt. Hier ist diese erste Luftmasche, die wir gearbeitet haben. Wir werden jetzt wieder diese Aussparung für den Schnürsenkel machen. Das heißt, wieder hier zwei Luftmaschen und in die erste, letzte, feste Masche. Entschuldigung, wenn ich immer aus dem Bild rutsche, aber ja, ihr wisst ja, ein bisschen aufnehmen, gucken auf der Kamera, ist doch ein bisschen schwierig. Genau, in die letzte, erste, feste Masche arbeiten wir jetzt eine feste Masche. So, wieder einmal wenden, ohne Steigeluftmasche. Die erste feste Masche kommt in diese Aussparung für den Schnürsenkel. Dann wieder eine Luftmasche. Und dann wieder in die nächste Luftmasche. Eine feste Masche, Luftmasche, feste Masche und so weiter. Bis zur anderen Seite. Und ihr wisst, die letzte feste Masche, ich drehe es mal so rum, ja, arbeiten wir hier in diese große Aussparung. Da die letzte feste Masche, dann das Ganze wieder wenden und dann wieder von vorne wieder zwei Luftmaschen. Und das Ganze machen wir dann insgesamt noch dreimal, dass wir sechs Aussparungen haben. Also es sind ja sechs Ösen. Ja, drei haben wir jetzt schon gearbeitet. Also immer eine Hinreihe, wo wir diese Aussparung für die Ösen machen und die Rückreihe. Und dann wieder die Hinreihe für die Aussparung der Ösen und dann wieder die Rückreihe. Also die Reihe gehört jetzt sozusagen noch zu der dritten Aussparung für die Öse. Jetzt arbeite ich wieder zurück und dann wieder noch komplette dreimal hin und zurück. So, ihr Lieben, ich habe meine Runden gearbeitet, ja 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ich habe jetzt einmal wieder komplett zurückgehäkelt, ja, bis oben in die Ösenöffnung. Und jetzt werden wir, wie folgt, hier einfach noch eine Luftmasche arbeiten, Faden abschneiden, den lassen wir jetzt einfach mal so. Und wie ihr schon seht, das sieht ja sehr hubbelig aus, dass das einfach ein schöner gerader Übergang ist, werden wir das Ganze jetzt einmal umhäkeln. Das heißt, wir werden hier vorne um diese Maschensteg den Faden nochmal neu anbringen, eine Luftmasche hier arbeiten. Und dann werden wir in jede Reihe eine feste Masche arbeiten. Den Faden werden wir uns dann gleich mit verhäkeln. Hier 1, 2 und dann werden wir hier in diese Öffnungen, wo wir diese Schnürsenkel machen, die feste Masche arbeiten, immer in diese Zwischenreihe. Dann die feste Masche wieder in diese Öffnung für die Schnürsenkel, in die nächste. Und ihr könnt hier so zwischendrin den Faden von oben mit nach unten legen. Und den werden wir dann gleich mit verhäkeln. Also ich halte ihn hier so einfach fest. Jetzt kommen wir wieder in diese Öffnungen. So,
Faden ziehen wir jetzt mal vorsichtig im Sudeln fest. Und arbeiten hier feste Maschen nach oben. Diese Zwischenreihe in die Öffnung, das ist die fünfte. Wieder in die Zwischenreihe. Wieder in die Öffnung. So, jetzt werden wir hier oben in die letzte erste Masche zwei feste Maschen arbeiten. Eins und zwei. So, jetzt ist es wie folgt. Wir haben ja hier immer diese Luftmasche gearbeitet und die Masche. Die feste Masche, Luftmasche, feste Masche. Wir werden jetzt in jede dieser Maschen, also hier oben, da wo die Luftmasche ist, wenn wir hier eine feste Masche arbeiten, in diese feste Masche, hier sieht man das, ne? Also hier ist diese feste Masche, eine feste Masche, in die Luftmasche, in die feste Masche, hier dort, wo die Luftmasche ist, hier unten ruhig und drunter einstechen, in die feste Masche. Das machen wir bis zur anderen Seite. Also ohne Luftmaschen, sondern einfach, wo die Luftmaschen sind, aber stechen wir ganz regulär wieder ein, unten drunter, ne? So wie wir es sonst immer in den Vorreihen gemacht haben, und aber auch in den festen Maschen stechen wir ein. So, das machen wir bis zur anderen Seite. Bin auf der anderen Seite wieder angekommen. Ich arbeite jetzt noch eine feste Masche in diese Luftmaschen. Und zwei feste Maschen in die letzte Masche. Und jetzt geht es wie folgt auch wieder nach unten, ne? Also hier nehmen wir dann gleich einmal die Öffnung für die Schnürsenkel, dann wieder in die Zwischenreihe eine feste Masche. So, wieder in die, dort wo diese Schnürsenkel sind, wieder in diese Zwischenreihe, dort wo die Schnürsenkel sind, den ganzen Weg bis nach unten. Das mal kurz runter. Hier einmal in diese Zwischenreihe. Hier war ja noch einmal diese Reihe feste Maschen am Anfang. Und in diese letzte Schlaufe arbeiten wir eine Kettmasche. Faden wird einmal rausgezogen, den ziehen wir dann wieder nach innen durch und das Ganze wird dann einmal vernäht. Die Fäden werden abgeschnitten. Wie gesagt, ist immer schön, wenn man die gleich mit vernäht, dann brauchen wir sie nicht so viel verhäkeln, dann brauchen wir sie nicht vernähen. So, jetzt ist der Endspurt beim Häkeln. Das heißt, wir arbeiten jetzt nochmal diese schwarze Zierkettmaschenreihe. Wo ihr beginnt, ist eigentlich völlig egal, ob hinten, ob an der Seite. Ne? Wir schließen die Runde wieder so, dass wir es dann später nicht sehen. Ich mache es immer schön an der Seite, weil dann sieht man auch nicht so, wenn man von oben reinguckt, dass dort die Naht ist. Weil innen muss man den Faden ja trotzdem irgendwo vernähen. Also ich steche einfach ein über diese, hier haben wir die festen Maschen ja in die innere Schlaufe gearbeitet. Und da guckt hier diese äußere nach raus. Oben drüber stechen wir ein. Holen uns den Faden, ziehen ihn wieder durch und arbeiten hier über diese feste Masche einfach hier Kettmaschen. Seid nicht zu fest, nicht zu locker.
So, jetzt sind wir hier angekommen, wo diese, und hier haben wir die ja in die äußere Schlaufe gemacht. Hier stechen wir das einfach unten weiter ein zwischen Weiß und Lila. Ich klappe das hier mal so um. Ich muss mal gucken, dass wir ein bisschen mit dem Finger unter dieser vorderen Schuhspitze kommt. Das ist nochmal so ein bisschen eine etwas schwierigere Stelle. So, hier nochmal zwischendrin. Und hier vorne haben wir hier auch diese Luft, also von den Maschen diese äußere Schlaufe. Hier häkeln wir unten drunter. Also nicht oben drüber, sondern wir häkeln hier unten drunter. Ja, dass einfach diese Schuhspitze einfach gerade ist und einfach dort speziell abgesetzt ist. Das heißt, wir häkeln hier vorne einfach unter dieser festen Maschenreihe. Also hier sind die äußere, die wir noch übrig gelassen haben. Und hier häkeln wir unten drunter weiter. Und auf der anderen Seite ist es dann genauso. Ne? Hier endet es ja. Hier haben wir in dieser vier äußeren Maschen gearbeitet. Da arbeitet ihr hier in diesem Zwischenraum. Da. Und hier arbeitet ihr oben drüber weiter. Bis fast zum runden Ende. Und dann zeige ich euch, wie man diesen Abschluss macht. So, ich habe jetzt bis hier zum runden Ende gearbeitet, also die letzte Kettmasche hier, hier ist unser Anfang gewesen. Den Anfangsfaden habe ich mir jetzt innen schon vernäht. So, schneiden wir uns den Faden hier einmal ab, ziehen den Faden nach außen durch. Jetzt nehmen wir uns unsere Stopfnadel. So, und wir stechen jetzt unter diese zwei Kettmaschenschlaufen einmal unten drunter ein, ziehen uns den Faden hier unten drunter durch und da, wo wir die Kettmasche begonnen haben oder der Ende war, geht ja hier dieser Faden in die, von der Mitte raus und wir stechen jetzt in die Mitte dieser Kettmasche wieder ein, nach innen durch. Dann haben wir unsere Kettmasche gearbeitet und wir haben hier einen sauberen runden Abschluss. Der Faden wird innen noch vernäht und dann haben wir das Häkeln schon einmal abgeschlossen. So, wenn ihr alles fertig habt, sieht der Schuh in der Regel so aus. Ich denke mal am Anfang vorher und das. Das ist genau das. Es wäre schön, wenn ihr wirklich diese Baby-Kunststoffschüchen hättet. Ne? Ich zoome mal kurz ein bisschen raus hier. So. Die könnt ihr einfach einziehen. Ne? Wie gesagt, die sind jetzt für die 11 cm, weil die Sohle doch auf 11,5 cm so ein bisschen geschrumpft ist. Durch diese ganzen Kettmaschen und Zusammenhäkeln und wer natürlich vielleicht die 12 cm möchte, da kann an der Anfangssohle vielleicht noch eine feste Maschenreihe einfach anarbeiten. So, dann sieht das Ganze schon mal so aus. Und jetzt wäre es wirklich schön, wenn ihr meine Spezialsprühmischung habt, weil das gibt den Schuh dann wirklich auch diese Form. Ja? Am besten macht ihr dann auch das Fenster auf, oder beziehungsweise ich mache es natürlich immer ein bisschen weiter weg oder in den Schuhkarton, dass das nicht so weit wegnebelt. Ich habe mir jetzt, das ist zum Beispiel eine Sprühflasche von L'Oréal Elvital, also eigentlich so eine Haarsprühpflegemischung, die habe ich mir alle gemacht, weil das vernebelt es mir wirklich super. Ja, es macht keine weißen Flecken, es sprüht nicht, wer weiß wohin. Ich habe schon alle möglichen Sprühflaschen ausprobiert. Die Flasche ist genial. Ich habe mir dann immer so kleine Markierungen gemacht, immer wie gesagt, ein Drittel ist die Mischung, Wasser, Weichspüler, Alkohol. Ja? Und ich spüle das jetzt einfach mal ein bisschen ein, außerhalb der Kamera natürlich. Wirklich schön großzügig, die Sohle, vorne die Zunge, die Spitze. Ja? So, dass das so ein bisschen grob ist. Dass es ein bisschen befeuchtet ist und dann
bringen wir das Ganze hier einfach an, ziehen das ein bisschen in Form. Vorne die Schuhspitze. Hier hinten das Ganze. Die Zunge so ein bisschen. So, und dann sieht das nämlich schon ganz anders aus. Wie gesagt, der Alkohol und das Ganze, das verdunstet ja komplett. Ne? Also der Alkohol sorgt dafür, dass das Baumwollgewebe sich ein bisschen zusammenzieht. Der Weichspüler, der da reinkommt, sorgt aber dafür, dass das Gewebe weich ist. Ne? Also das ist so, und das Wasser ist einfach so eine Trägerflüssigkeit. Also je nachdem, was für einen Weichspüler man nimmt, riecht es ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber das vergeht mit der Zeit. Ja, das ist wie bei der Wäsche. So, und schon seht ihr, der Schuh sieht ein bisschen anders da aus. Das Ganze lassen wir jetzt einfach ein bisschen trocknen. Ich mache das gerne abends, dann kann es so den Tag über trocknen oder eigentlich so 2-3 Stunden dauert das und dann ist das Ganze soweit eigentlich eingezogen, dass wir diesen Schuh vollenden können. So, mein Schuh ist jetzt einmal durchgetrocknet. Jetzt werden wir hier vorne einmal die Schuhspitze ankleben. Dafür bräuchten wir unseren Textilkleber. Vorher bitte gut schütteln. Na, und wir betragen jetzt einfach hauchdünn. Ich hoffe, es kommt gleich raus. Genau. Hauchdünn hier oben am Rand. Und hier so in der Mitte einmal den Kleber auf. So, jetzt klappen wir das vorsichtig hier rum. Ihr müsst es hier ein bisschen hochdrücken, ja, dass ihr das immer schön unter diesem schwarzen Rand habt. Und dann fixieren wir das hier einfach mal kurz. Dadurch, dass er wirklich super schnell einfach fest wird oder hart wird. Hart wird er auch nicht. Er wird einfach fest. Na, geht es hier ruckizucki. Schön so ein bisschen hochdrücken. Dann haben wir die vordere Schuhspitze schon einmal fertig. So. Diejenigen, die jetzt keine Ösen haben, ihr könnt natürlich wie gewohnt hier durch diese Öffnungen die Schnürsenkel einfach so einbringen. Na, das geht. Alternativ, wie gesagt, verwende ich meine Ösen. Ich habe jetzt, wie gesagt, welche, die sind angerissen. Die werde ich jetzt einfach hier so einbringen. Am einfachsten ist, wenn ihr natürlich dann die Sohle draußen habt. Beziehungsweise ich zeige euch das jetzt einfach mal auf der oberen Seite. Da haben wir eine Öffnung. Ich habe jetzt bei denen, ist hinten kein Ring dabei. Ich habe jetzt meine Loch- und Ösenzange so eingestellt, dass das so eine ganz, ganz breite Spitze. Da wird die Öse so aufgedrückt. Da müsst ihr mal gucken, das steht auch drauf. Na, die eine Seite gehört ja nach oben zum Loch, dass ihr wirklich gerade seid. Einfach runterdrücken, das geht ja relativ einfach. Und dann ist die hier so aufgeklappt. Na, wie so eine Blume. Und es ist hier, wenn man so drüber fährt, ganz, ganz weich. Na, also nichts rau oder scharfkantiges bei den Ösen. Ansonsten nehmt ihr welche, die einen Ring haben, dann könnt ihr die Seite komplett umschlagen. Oder wie gesagt, wenn nichts hast, lässt es weg. Und wie gesagt, wenn ihr die Schuhe so habt, hier ist ja die Zunge, die Babyfüße-Schuhe kommen mit der Öse auch überhaupt nicht in Kontakt. Ich mache jetzt die Ösen schon mal alle rein. Und dann binden wir die Schnürsenkel noch und dann sind wir eigentlich gleich fertig. So, meine Ösen sind einmal alle drin. Jetzt bringen wir den Schnürsenkel einmal noch ein. Wie gesagt, ich mache das immer von außen nach innen. Guck, dass die gleichmäßig lang sind. Das mache ich dann auch immer gerne mit diesem Kunststoffschüchen. Dass wir hier ungefähr einen Anhaltspunkt haben. Gucken, dass wir den Schnürsenkel nicht verdrehen.
So, zack. Und dann gucke ich immer, dass das so gleichmäßig ist, dort von der Seite, wo ich angefangen habe. Von innen nach außen machen wir mit. So, ich mache das immer dann zwei Ösen vorm Schluss, dass ich die Kunststoffschüchen auch einmal noch rausbekomme. Ja, das nehme ich dann, gesagt, zwei lasse ich immer übrig. Dann nehme ich das Ganze einmal raus. Das geht manchmal etwas schwer. So, die restlichen Schnürsenkel da noch reinbringen. Und wie ihr seht, sieht schon ganz anders da aus, ne? Also ich lasse das jetzt erstmal so, ich fädel die dann später ein. Aber ich hoffe, ihr seid mitgekommen mit dem Häkeln, es hat Spaß gemacht. Ja, wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dann erfahrt ihr wieder, wenn ein neues Video ansteht. Ich bin schon am Arbeiten und am Auszüfteln, aber es dauert noch ein kleines bisschen. Dann würde ich sagen, euch einen guten Rutsch. Ist ja schon bald soweit, das Jahr 2024 steht an. Ich hoffe, mit vielen neuen Videos, mit vielen neuen Abonnenten. Mittlerweile habe ich ja fast 4000. Also ja, vor einem Jahr hatte ich noch 1000. Also ich freue mich echt. Super. Dankeschön. Und dann würde ich sagen, bis denn. Tschüss.